Am gescheitsten wäre es wahrscheinlich, wenn wir auch in Pink wären. Ist eine mega Nummer. Dann könntest du da in diesen Raum rein. Ist das dein Schrank? Das ist mein Schaft, sozusagen. Ja, mein Sachleidenzimmer. Oh! Das ist schon sehr speziell. Endlich ist Viola Tammy mit der dröfnigsten Show auf SRF zurück. Ding dong. Du-dum, du-dum, du-dum. Ah, Brasil! Putin, pum-pum, du-dum, 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 du-dum. Brasilê! Tadá! Tadá! Ja, meine Güte. Oh, bin schon da, ne? Ordentlich Danne ist auch die Innenausstattung dieses Künstlers. Ah, das Herz, das ist eine alte Schaufel. Ist doch irrsinnig schön. Iconic. Ich lieb's. Zu dritt drauf sein ist einfach noch spaßiger. Aber jetzt müssen wir Französisch reden. Alors? À gauche, à droite. Links, à droite. À gauche. Gauche. Ah, oui, oui. Ich rede aber sehr gut Französisch. Ich muss sagen, ich beeindrucke mich sehr. Futz dann einfach. Wie wohl dieses Pink-Wohnkonzept auf Viola und Co. wirkt? Oh, wow! Mann, der Stoff haut einen echt um! Bonis! Ich hab Bonis geliebt. Oh, Wahnsinn, Alter. Ja, ich liebe sie gerne noch. Little Ponys. Little Ponys. Oh Mann, bin ich fett. Ein bisschen journalistischen Background muss die ganze Show schon noch bieten. Jasi, fühlst du dich wohl? Ja. Ich nehme nicht an, du bist als Pinkerella geboren, nee. Oder? Wann hast du die Leidenschaft entdeckt? Na, weißt du nicht, damals, es war in den 70ern. Auf Tele Zürich gibt's auch so eine Wohnungsbesichtigungssendung, doch die ist ein wenig bodenständiger. Hier haben wir zwei schöne Kunstwerke, eins mit Muscheln und eins aus Tannenzäpfen. Hier aussen haben wir einen Teil von der Lounge. Und da haben wir zwei. Wie heisst diese bequeme Sofalandschaft für den Garten? Da draussen haben wir einen Teil von der Lunch. Und jetzt zur schlimmsten Nachricht der Woche. Es ist traurig, dass ich sagen muss, die SVP hat leider einmal mehr wieder Recht gehabt. Das ist wirklich traurig. Ja, es ist wirklich schlimm. Zum Schluss noch ein Aufsteller. Dieser 100-Jährige hat den besten Tipp für ein langes Leben. Für wenn der Flöri mal nicht geklappt hat, ist der 100-Jährige mit einem Trick dann aber wieder zufrieden gewesen. An mir etwas nicht gelungen ist, habe ich einen kleineren Schnaps genommen. Dann ist wieder alles gut. Und das ist Natur. Yo. You got a gift, my friend.